So, inzwischen ist es etwas mehr geworden. Die Märklin treibt die Werkstatt an, von meiner D6. Der Abdampf oder die Abluft geht zu meiner Velasco D20. Die ist allerdings zu schwach, dann durch den Abdampf den Rest anzutreiben. Und der Abdampf geht dann wieder in eine weitere Maschine, und zwar in die Ernst Planck. Der Druck hier oben ist 1,2 bar. Hier ist er bei ungefähr 0,5 bar. Und die unterste läuft nur so langsam, weil hier der Schlauch ein bisschen undicht ist. Also wenn ich das Leck jetzt zudrücke, dann läuft es auch schneller. Und das alles ist halt nur von diesem einen Kompressor getrieben. Hätte ich ehrlich gesagt selber nicht geglaubt, dass das hinhaut.